herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prima, dem Hamburger Charity Talk. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen zwei Hamburger Vereine vorstellen. Der eine bewegt sich mehr auf dem Land, der andere hat die Weltozeane im Blick. Eines verbindet sie aber. Beide möchten Jetziges bewahren und schützen, sodass wir auch in Zukunft viel Freude daran haben. Ich begrüße ganz herzlich heute meine Gäste, Wolfgang Vacano vom Altonaer Stadtarchiv. Hallo, Herr Vacano. Und Dr. Onno Groß von der Meeresschutzorganisation Deep Wave. Guten Abend. Fangen wir doch mal mit den Meeren an. Bleiben wir unter Wasser. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und gelesen, dass 2011 allein in Hamburg über 5000 Containerschiffe ankamen. Welche Auswirkungen hat dieser Schiffsverkehr auf unser Meer? Ja, der Containerschifffahrt ist natürlich tatsächlich 90% des globalen Handels wird darüber abgewickelt. Und das Nachteilige an dieser großen Industrie ist, dass Erdöl natürlich verfeuert wird. Also die Emissionen, die erspüren wir ja hier in Hamburg auch, die NOx, also Gase, die aus den Schloten der Motoren in die Luft gefestet werden, die sind ja in Hamburg zu spüren. Einerseits aber natürlich auch in den Weltmeeren und in sensiblen Regionen, natürlich auch in der Arktis oder Antarktis. Da landet dann letztendlich irgendwie dieser Staub von den Schornsteinen, verdunkelt das Eis, führt dann auch wieder zu Klimaeffekten und dergleichen. Das ist also ein großes Problem dieser Schiffer. Sie benutzt Treibstoffe, die nicht sauber sind und die nicht so wie die Segelschiffe früher, da müssten wir eigentlich wieder hin, umweltfreundlich sind, sondern sie sind in der Tat riesige Dreckschleuder. Mhm. Inwieweit hat das auch Auswirkungen auf die Fische und die ganze Fauna unter Wasser sozusagen? Ja, da ist man erst ein bisschen am Anfang der Erforschung. Also ein Containerschiff, so 300 Meter lang, das müssen Sie sich vorstellen, als wenn Sie neben einem startenden Jumbojet stehen. So laut sind diese Motoren auch unter Wasser. Unter Wasser wird der Schall zum Beispiel besonders gut weitergeleitet. Mhm. Und darunter leiden natürlich die Wale, auch Fische, die kommunizieren ja auch, die Gehörgänge und dergleichen. Also dieser Schalldruck von diesen großen Schiffen beeinflusst erstmal so das Verhalten der Organismen. Und wie gesagt, die Verschmutzung durch Öl und andere Stoffe, auch Plastikmüll und Ballastwasserorganismen, die führt dann zu einer Veränderung des Ökosystems. Mhm. Sie haben 2003 Deep Wave gegründet. Welche Ziele liegen denn Ihrem Verein besonders am Herzen? Also ich bin ja von Haus aus eigentlich Wissenschaftler und auch Umweltjournalist. Und für mich kam die Gründung in Frage, weil es zu wenig Bewusstsein gibt für diese Probleme in den Ozeanen. Also wir haben heute die neuen Techniken, wir haben ja digitale Welt, wir können uns informieren. Das war vor 10 Jahren noch ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir Orientierung, wenn man sich informieren will über die Gefährdung für die Ozeane. Wo finde ich dann Informationen? Und das so habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gefunden. Und das ist die Idee von Deep Wave. Wir wollen also Vermittler sein von Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die wollen wir darstellen, sodass sich jeder informieren kann. Und natürlich wollen wir auch Politiker damit versuchen, umzustimmen in die richtige Richtung, unsere Meere zum Beispiel zu schützen. Mhm. Sie bringen ja auch immer einen sogenannten Deep Wave Report raus. Wie vermüllt sind denn unsere Meere? Können Sie uns da Einblicke gewähren, damit man sich da mal eine Vorstellung machen kann? Auch das ist ein aktuelles Thema, in der Tat, auch ein bisschen durch unsere Aktion hier in Hamburg, da kommen wir ja nachher noch zu, ins Bewusstsein gekommen, aber auch in der Forschung mittlerweile im Bewusstsein, und wir sind dabei, die Daten noch zu sammeln. Wir kennen alle am Strand, dass da von Ebbe und Flut und von den Wellen eben überall Plastikmüll angespült wird. Die Vereinten Nationen, die schätzen, dass es ungefähr so 6,5 Millionen Tonnen sind jedes Jahr, die in den Meeren gelangen. Nun muss man dazu auch noch rechnen, seit 50 Jahren haben wir dieses Plastik, und wenn man das hochrechnet, schwimmen dort also irgendwie einige 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer, denn das zersetzt sich nicht, anders als Plastik oder Holz oder Leder, sondern das hat eine Haltbarkeit von 400 Jahren und mehr oder wird eben auch zu kleinem Gereibsel und kleinerem Mikroplastik und bleibt ewig in diesem System drin. Und das ist natürlich eine immense Menge, die dort mittlerweile schwimmt. Jetzt hatten Sie ja auch auf Ihrer Homepage geschrieben, dass dieses Problem der Vermüllung erst seit kurzem ein Problem wahrgenommen wird, in der Öffentlichkeit auch. Woran liegt das, dass man dem nicht so bewusst geworden ist?
Also ich glaube, dass das gewisses politische Bewusstsein gab es schon. Es gab mal so ein IMO, das ist die Internationale Maritime Organisation, die hat dann ein Gesetz verfasst, dass zum Beispiel die Handelsschifffahrt oder Kreuzschifffahrt ihren Plastikmüll nicht mehr einfach über Bord werfen darf. Und ich glaube, dann war man hat gedacht, dass die politischen Regelungen greifen und damit ist das Thema erledigt, sage ich mal so. Und das ist eben halt nicht eingetreten. Stattdessen ist immer mehr, noch mehr Müll, zum Beispiel an unseren Nordsee- und Ostseeküsten, immer mehr kontinuierlich Müll landet an diesen Stränden. Und man fragt sich natürlich, warum, wenn es dieses politische Instrument gibt, dass es verboten ist, eigentlich Müll hineinzuwerfen in die Ozeane, zumindest von der Schifffahrt, warum verändert sich das nicht? Und erst dadurch sozusagen ist jetzt diese neue Energie bei Politikern auch oder durch die Umweltbewegung entstanden. Wir müssen dieses Problems Herr werden. Wir müssen mehr tun, als nur auf dem Papier ein Gesetz irgendwie zu formulieren, an dem sich immer leider viele nicht halten. Hinzu kommen landseitiger Eintrag. Viele haben ja heute nicht mehr so das Umweltbewusstsein, ihren Müll vom Strand mitzunehmen oder über die Flüsse gelangt was hinein. Mhm. Es gibt auch ganz systematische Quellen, wenn wir an die Fischerei zum Beispiel denken. Ein Drittel des Materials, dieses Plastikmülls, kommt von der Fischerei. Also ist ja vielleicht auch eine Frage, dass man dann andere Techniken nutzt, also abbaubare Netze zum Beispiel, die sich selbst zersetzen nach ein paar Jahren. Solche Sachen sind eben notwendig, irgendwie, weil dieses Problem einfach leider nicht besser wird. Herr Vaccano, war Ihnen bewusst, dass wir so viel Müll in unseren Meeren haben? Ein Teil des Mülls wird ja an den Stränden abgelagert. Das heißt also, einmal kommt es aus der Elbe selbst, aber auch gleichzeitig der Badebetrieb Neumühlen zum Beispiel, bis rauf nach Blankenese, ist eine ganz, ganz beliebte Zone, wo die Leute ihren Müll mitbringen. Und jedes Mal, wenn Sie also die Presse in Hamburg verfolgen, wird sich darüber aufgeregt, dass die Strände wieder stark vermüllt worden sind. Mhm. Und man, vor allen Dingen, was die Bürger auch nicht wissen, ist, dass die Reinigung eines Strandes richtig Geld kostet. Bis zu 15.000 Euro. Dieses Geld fehlt an anderer Stelle für kulturelle Dinge, in Schulen, wo auch immer. Mhm. Und ich kann da überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, dass die Menschen also so undiszipliniert sind. Und ich glaube auch, das ist sein Problem, dass immer die anderen machen den Dreck, ich nicht. Mhm. So, und gerade diese Problematik, nämlich er muss erstmal selbst erkennen, dass ich Verursacher des Schmutzes bin. Und nur ich habe es in der Hand. Ich kann ihn nicht zwingen, sauber zu sein. Ich kann nur sagen, pass mal auf, ich versuche vorbildhaft zu arbeiten. Ja? Was würden Sie sich denn wünschen an Sanktionen, sage ich jetzt mal, auch gerade bei der Schifffahrt? In der Tat, also da könnte man noch mehr durchgreifen. Die großen Schifffahrt hat ja Mülltagebücher, das ist schon vorgeschrieben, aber man hat schwarze Schafe auch schon entdeckt, also die, wo dann eben halt relativ viel verschwindet. Es ist auch uneinheitlich in den einzelnen Häfen, da gibt es eine Studie zu, wie viel kostet mich die Müllentsorgung an Land für die Schifffahrt, sodass es in einigen Häfen teurer ist als in anderen. Und das öffnet natürlich Tür und Tür irgendwie, dass man dann sagt, naja, das ist mir zu teuer, dann gehe ich sag dann mal dem Polizisten sozusagen, ich mache es im nächsten Hafen und da kommt es dann aber nie an. Also in der Tat, mehr Kontrolle ist immer gut, aber auch mehr Bewusstsein von uns allen für dieses Problem. Jetzt haben Sie ja auch ganz tolle Aktionen hier in Hamburg, unter anderem den Strandmüllsammeltag. Der wievielte war das jetzt, den Sie gemacht haben? Das war der sechste. Der sechste schon. Und zwar hat sich da mein Kollege, der Marco Wenzel, war da unterwegs und hat sie begleitet bei der Aktion. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie so ein Tag abläuft. Ich habe Onno Groß vor, ich glaube, über 2 Jahren beim Energy Camp hier in Hamburg kennengelernt, wo er in einer Podiumsdiskussion dabei war und über Deep Wave erzählt hat über die Meeresschutzorganisation. Und ich fand es faszinierend, damals schon seine Leidenschaft letztendlich, mit der er sich für die Meere einsetzt. Und es ist mir dann auch nochmal klar geworden, welche große Rolle die Meere für uns darstellen. Als Meeresforscher hat man von dem Thema schon länger gehört. Allerdings ist es bei vielen noch nicht angekommen, dass eben der tagtägliche Verschmutzung der Ozeane große Probleme im Ozean auch herstellen. Also wir wissen, 150 verschiedene Tierarten nehmen dieses Material aus, verheddern sich in Fischnetze und dergleichen.
Wir von DPF sind irgendwie daran interessiert, dass jeder mitmachen kann. In diesem Fall ist es mit Hometown Glory, eine andere Organisation, säubern wir heute hier den Strand. Das ist auch eine einfache Möglichkeit, was zu tun gegen die Vermüllung und Verschmutzung der Meere. Wenn man sich mit dem Thema befasst, also Wasser, Umwelt und die Verschmutzung der Weiden, dann kommt man in so eine gewisse Ohnmacht rein, ne? Weil es so viele Themen gibt, die einen betreffen, mit denen man konfrontiert wird. Und mir hat es einfach gereicht, dass ich immer nur da sitze und nichts mache. Deswegen bin ich heute hier am Samstag. Für mich war es frappierend zu sehen, an einem Strand, wo ja schon Müll, der ja schon vom Müll geräumt wird, von der Stadtreinigung, dass da immer noch so viel übrig ist. Ich muss schon sagen, der Strand ist verhältnismäßig sauber, als man es vielleicht auch so aus dem Urlaub kennt. Da kennt man riesige Müllberge. Aber nichtsdestotrotz erkennt man doch, wo es gegrillt wurde im Sommer noch deutlich, an Bierdeckeln, an Grillutensilien. Und naja, da könnten die Leute einfach auch ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen und das bis zum nächsten Mülleimer bringen. Ich fand es so toll, wie viele Menschen, die hier spazieren gegangen sind, eben auch gesagt, ja, was macht ihr eigentlich hier? Und dann haben wir denen irgendwie erzählt, was das ist. Und wir haben gleichzeitig irgendwie auch, wir haben was getan, indem wir gesammelt haben. Und wir haben gleichzeitig irgendwie auch aufgeklärt. Und wir hatten hinterher ein gutes Gefühl, weil wir einen Beitrag geleistet haben. Das ist das Tolle, wenn man mal anfängt, was zu tun, dann kann man etwas verändern. Herr Dr. Groß, wie viel Müll haben Sie denn an dem Tag gesammelt? Das waren erstaunlicherweise noch mal 10 Säcke. Obwohl, der Kollege hat es ja gesagt, irgendwie der Strand gereinigt wird. Da sind auch Ehrenamtliche täglich unterwegs. Und zwar im November. Wir machen das sonst noch mal im September auch. Da ist noch ein bisschen mehr. Aber man findet auch in der Tat durch die Flut von dem Fluss immer wieder angespült. Und das meiste waren kleine Plastikpartikel, Strohhalm, Zigarettenkippen und solche damit Sachen. 10 Säcke voll dann? Naja, das, ja, klar, also, aber so, ne? Aber es waren auch größere Teile dabei, erstaunlich. Das Styropor schwimmt natürlich mit der Ebbe und Flut, kommt es dann irgendwie an die Strände. Mhm. Aber Sie haben ja auch noch andere Projekte, unter anderem den Schutz der Tiefsee. Was sind da denn die größten Gefahren für die Meere der Welt? Ja, das ist für die meisten so ein unbekannter Lebensraum. Also so die Hälfte des Ozeans sind, oder die Hälfte der Erde eigentlich, sind ja Tiefsee-Lebensraum. Nichtsdestotrotz, wir sind dort unterwegs. Die Tiefseefischerei zum Beispiel ist bis 1000, 1500 Meter mit unter der Wasseroberfläche mittlerweile unterwegs, mit riesigen Netzen, sogenannte Grundschleppnetze. Dabei die Fische, die dort noch vorkommen, an Oberflächenwasser gibt es kaum noch welche, die Bestände sind überfischt und da finden sich noch einige Schulen und Gruppen. Und diese Schleppnetze, die sind mörderische Maschinen, weil sie alles, was dort unten vorkommt, es gibt also auch dann so Korallen und Schwammriffe und so weiter, die malmen sie dann sozusagen platt und dann kann da die Kinderstube dieser Fische irgendwie existiert dann nicht mehr. Und das ist also eine große Gefahr, die Tiefseefischerei. Wir sind dabei, jetzt in Brüssel und auch weltweit das zu ächten. Da gibt es irgendwie auch ganz gute, positive Nachrichten in der Hoffnung. Also die Hoffnung haben wir, dass das irgendwie nicht mehr erlaubt wird, diese sensiblen Ökosysteme kaputt zu machen. Wie schauen Ihre Aktionen in Brüssel aus? Also in der ersten Linie versucht man mit der Europäischen Kommission, das ist die diese Vorschläge macht, zu diskutieren, denen eben Briefe zu schreiben, direkt vor Ort in Gesprächen das Thema schmackhaft zu machen. Wir arbeiten dann wieder mit den Wissenschaftlern zusammen, die liefern uns Videomaterial, wie das dann aussieht. Einmal ein Riff und dann geht einmal das Netz rüber und ist das Riff verschwunden. Das zeigen wir denen und dann sehen sie eben halt auch diese Bedrohung irgendwie dieser Lebensräume und dann fangen die an, doch darüber nachzudenken. Und dann begleiten wir den Prozess der Diskussion darum und versuchen zu verhindern, dass die Fischereiindustrie, die natürlich sagt, Mensch, da können wir doch schön irgendwie einen Batzen Geld rausholen und die Ressourcen einfach endlos nutzen, denen sagen wir dann, das geht so nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Mühlen sehr langsam in der Europäischen Union mahlen, auch bei diesem Thema, oder?
Ja, das ist wahr. Politiker haben ein kleines Ohr sozusagen. Ja. Und man muss immer wieder eben halt die Themen aufgreifen. Und man braucht natürlich auch die öffentliche Unterstützung. Das ist auch ganz wichtig. Also wir hatten eine Petition zum Beispiel zum Verbot der Grundschleppnetzfischerei. Mhm. Das haben wir bis zu den Vereinten Nationen vorgebracht. Also insofern solche Unterstützung. Über unsere Website haben wir immer Petitionen, wo man sich unterschreiben kann. Und über die sozialen Medien machen wir natürlich dafür auch Werbung. Das ist wichtig. Okay. Aber so Unglücke wie zum Beispiel jetzt Deepwater Horizon oder dem Super-GAU in Japan jetzt mit dem Atomkraftwerk, da stecken ja echt Weltkonzerne dahinter. Kommt man überhaupt gegen die an? Kann man da sich, also da steckt ja auch so viel Geld dahinter. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, als nun mal doch kleine Organisation da was auszurichten. Der Nutzungskonflikt ist natürlich da, in der Tat. Und manchmal könnte man sagen, man steht vor verlorenen Posten, insbesondere gegen diesem Ressourcenhunger, den wir als Menschheit ja haben. Da wird es schwierig. Erdöl ist ein Thema, wo wir auch vielleicht es nicht verhindern können, dass in der Arktis, eine sehr sensible Region, doch noch gebohrt wird nach Öl. Also die Ressourcen versprechen einfach zu viel Profit. Ja. Was man versuchen kann ist, und das ist dann wieder so, wir lernen nach Katastrophen, wie bei der nach der Deepwater Horizon, dass man eben halt Techniken oder die Best Practice, die besten Techniken erst fordert und dass dann die Politiker dazu zwingt, dass sie das der Industrie dann vorschreiben. Also es nicht, dass man nicht sowieso ganz die Finger von lassen kann, aber wenn man wenigstens das nicht verhindern kann, dann das ist die beste Möglichkeit, die beste Technik genutzt wird. Und da muss man eben halt, müssen wir alle drauf gucken, dass es ordentlich stattfindet und sauber stattfindet. Mit welchen Organisationen arbeiten Sie da noch zusammen? Wir sind weltweit vernetzt, also die großen Partner wie Greenpeace und WWF, wir treffen uns regelmäßig. Es gibt einen Ocean Club sozusagen, wo wir uns dann treffen. Letzte Woche war ich bei Frau Aigner zum Schutz der Wale zum Beispiel hier in der Nordsee. Und wir sprechen uns in der Form ab und es gibt eine Schutzkoalition für die Antarktis. Die sitzen überall in China, in Neuseeland. Und das sind also dann internationale Allianzen, an denen wir als kleiner Verein uns beteiligen und wir transportieren das dann sozusagen hier nach Deutschland und machen dann die deutsche Pressearbeit. Aber also im Grunde versuchen wir alle an einen Strang zu ziehen, wenn es um wichtige Themen geht. Also da arbeiten die Organisationen auch zusammen und bekämpfen ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber da merkt man schon, dass der gemeinsame Wille da ist, egal welcher Organisation man angehört. Ja. Also ich sage, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Wir haben letzte Woche einen schönen Erfolg gehabt. Also jetzt im November hat das Europäische Parlament zugestimmt. Das ging um Haifische. Mhm. Das war eine Kampagne, die war 6 Jahre lang. 120 Vereine aus ganz Europa haben sich eingesetzt zum Schutz der Haifische. Da haben wir bei Hagenbeck hier immer die Tage der Haie gemacht und ich weiß nicht was alles. Und das ist durchgekommen. Das Parlament hat also jetzt irgendwie das Gesetz verschärft zum Schutz der Haifische. Und das geht nur, wenn viele zusammen irgendwie was wollen und ein Ziel haben. Aber es war auch da ein langer Weg, leider. Herr Vacano, Sie sind ja vom Altonaer Stadtarchiv und haben wahrscheinlich mehr mit den Behörden hier in Hamburg zu tun. Wie empfinden Sie das, wenn man versucht, was auszurichten als kleiner Verein? Ich kann meinem lieben Nachbarn nur zustimmen. Es ist ein riesiges Problem, andere Menschen für die eigenen Probleme zu gewinnen. Das heißt, weil jeder ist irgendwo mit sich selbst beschäftigt und wenn dann noch einer kommt, der Probleme hat, das ist schon mal per se nicht gut, in Anführungszeichen. Man muss einfach mal sehen, dass man immer auf offene Ohren trifft und in seinem Falle kann ich nur hoffen, dass die Leute riesige Ohren irgendwann mal haben auch kleinste Schwingungen mal auffangen, wie andere Tiere auch können, in Anführungszeichen. Ich glaube auch, dass ein Stadtarchiv so weit in der Lage ist, auch solche Strömungen festzuhalten. Nämlich, es geht darum, bei uns auch festzuhalten, unter welchen Umständen haben die Menschen gelebt. Ja, zum Beispiel der Strand ist unser, in Anführungszeichen. Und dann, wenn dort eine Verschmutzung ist, dann gibt es einen riesengroßen Bericht in der Zeitung. Ja. Und der landet dann bei Ihnen? Der landet bei uns und in 14 Tagen wieder eine Grillparty, ja, wieder der große Bericht und nächstes Jahr wieder großer Bericht. Leider ist es so, dass man auf taube Ohren da trifft, in Anführungszeichen, weil es, wie man schon schön sagt, auf den Einzelnen ankommt. Der muss willens sein, bestimmte Dinge einfach zu machen oder zu unterlassen.
Und ich glaube auch, dass wir da noch eine ganze Weile lernen müssen, um zu verstehen, dass ich gefordert bin. Hat sich das Bewusstsein verändert in der Gesellschaft, dass man, also zum einen hin steigen die Bevölkerungszahlen, wir essen viel mehr Fisch, dementsprechend leiden natürlich die Weltozeane darunter. Auf der anderen Seite versuchen wir schon auch, denke ich mal jetzt auch vor allem in Europa, umweltbewusster zu handeln. Wo sehen Sie da die Strömungen? Also wir sind guten Weges, weil der Anteil zum Beispiel von nachhaltig gefangenem Fisch größer wird. Es gibt ja da verschiedene Logos auf den Fischpackungen und der Käufer und Konsument ändert da auch sein Verhalten. Auch die großen Verkäuferketten haben jetzt keine, sag ich mal, Tiger und Nashörner mehr im Regal. Es gibt noch ab und zu eben Schillerlocke, das ist der Dornhai, der ist vom Aussterben bedroht. Das sollte man nicht essen, geräucherter Bauchlappen vom Hai. Was ist also bei Thunfisch? Das war auch so eine bei Thunfisch ist es genau das Gleiche. Das sind also auch noch die Methusalems, da ist einfach der Markt. Es gibt zu wenige Fische und wenn wir weiter so Sushi essen, dann werden es zu wenige im Meer geben, damit dieser Bestand sich erhält. Also ich sehe da schon in der gewissen Hinsicht eine Änderung unseres Verhaltens. Auch stagniert der Fischkonsum. Wir haben, glaube ich, 5,5 Kilo pro Kopf sozusagen und der wächst nicht. Das ist auch ganz gut. Man muss Fisch eben halt auch als in gewisser Hinsicht den Wert schätzen. Also das ist irgendwie der Punkt, der notwendig ist. Wenn ich einen Fisch kaufe, dann kaufe ich immer ein Tier, was gefangen worden ist irgendwo im Atlantik. Und wir Europäer beziehen 60% unserer Fische aus der ganzen Welt, also vielleicht auch aus der Antarktis sogar, muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Fisch zum Stück Filet für uns hier gefangen. Und diese Wertschätzung für dieses Essen, die muss einfach da sein. Und dann wird es besser. Liegt es aber daran, dass es nicht so wertgeschätzt wird, weil wir die Vorstellung haben, dass das Meer ist so groß, da sind so viele Fische, da kommt es auf einen Fisch mehr oder weniger nicht an? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das vom Gefühl, weil man denkt, das ist so groß. Aber die Fischer wissen das schon sehr lang irgendwie. Also die Fischbestände in Europa sind, die Hälfte der Fischbestände sind in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand. Und mit der Einführung der industriellen Fischerei, was Anfang letzten Jahrhunderts war, da haben schon die Fischer damals gesagt, um das historisch mal zu beleuchten, diese Netze, zum Beispiel Grundnetze, irgendwie, die machen ja eigentlich alles kaputt, das geht gar nicht. Also das Bewusstsein ist eigentlich sehr alt. Also eigentlich müsste der Fischer das wissen und das Problem war, dass die Politik gesagt hat, nee, mach doch weiter und es bestimmte Interessen sich durchgesetzt haben und dadurch haben wir so das System, dass wir nicht mehr diesen Bezug zu dieser Nachhaltigkeit haben, die wir jetzt wieder einfordern müssen. Mhm. Ist ein bisschen schmerzhaft für manche Fischer und für manche Industrien. Wir haben 3 bis 5 Mal zu viele Schiffe in Europa für die Fischbestände, die wir fangen können. Also es ist eine riesige Überkapazität und ungefähr 80 Regionen, die leben davon, dass sie das Geld von Brüssel bekommen. Und das müssen wir einfach mal stoppen und dann erholen sich die Meere auch wieder. Mhm. Herr Bakan? Ja, was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass Altona mal in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Fischhauptstadt Europas war. Wir haben hier 1925, 27 700.000 Tonnen Fisch angelandet pro Jahr. In Altona. Ja, war eine riesige Fischindustrie. Hamburg war also Lütt dagegen, muss man einfach mal sagen. Vielleicht also 10% davon, nicht so. Das Problem war, dass der Krieg nachher alles kaputt gemacht hat und die ganze Industrie ist kaputt gegangen. Heute wird auch noch Fisch angelandet und das weiß kaum jemand. Am Fischmarkt können Sie immer noch Fisch vom Kutter kaufen, aber das sind pro Jahr ungefähr 5.000 Tonnen, also vernachlässigbar in Anführungszeichen. Auch Hamburg hat keine große Fischindustrie mehr. Das ist alles aus dieser Region abgewandert. Deswegen einfach mal nur als Beispiel für Veränderung. Mhm. Ja, das ist die ist mutwillig gewesen, ja, und Folge von irgendwelchen anderen Prozessen. Aber heute geht es zum Beispiel darum, diese Grundstücke, die jetzt noch Fischindustrie haben, die sind flach gebaut. Jetzt will man da Hochhäuser bauen, weil ja man viel mehr mit der Grundfläche verdienen kann. Auch da ist der Fischmarkt gefährdet. Das muss man einfach mal so sagen.
Ja, auch da gibt es wieder eine Handreichung so nach dem Motto, wo kann ich das meiste Geld verdienen? Nicht so. Und Altona feiert gerade oder feiert in zwei Jahren sein 350-jähriges Jubiläum und da ist ein großer Teil auch im Fischmarkt. Wird immer wieder dran gedacht. Ja. Fischmarkt ist heute ein Event, das nach Stuttgart und nach Japan geht. Ne? Mhm. Da geht es nie um einen Fisch. Ne? Ja. Auf was sollte ich denn dann achten, wenn ich verantwortungsbewusst Fisch kaufen möchte? Was auch im Sinne von Deep Wave wäre dann. Ja. Also den Hering, den können Sie unbegrenzt essen, sage ich jetzt mal so, weil das ist ein Schwarmfisch, der lebt. Also mit Sahne oder gebraten, wie auch, oder im Salat. Der lebt also im freien Wasser, der wird also dann auch relativ gezielt irgendwie gefangen und da wird der Meeresboden nicht für kaputt gemacht. Alles, was also im Meeresboden mit Schleppnetzen gefangen wird, das sollte man darauf verzichten. Und dann in der Tat die Großfische, 90% der Großfische sind verschwunden. Also wenn man so Marlin oder Schwertfisch oder auch Thunfisch, das sind Sachen, die sollte man lieber die Finger von lassen, das wäre günstiger für die Tiere. Und gibt es, wenn man in den Supermarkt geht, Sie hatten sie vorhin schon kurz angesprochen, die Siegel. Genau. Nach welchen Siegeln sollte ich mich da richten? Es gibt zwar eine Siegelvielfalt, in gewisser Hinsicht, auch die Europäische Kommission überlegt, nochmal eins zu machen. Es gibt das MSC-Siegel, Marine Stewardship Council, das ist das, so ein blauer Fisch, damals von WWF und Unilever gegründet. Die halten sich nach Nachhaltigkeitsregeln, halten sich also an die gute Fischerei. Die sind sehr gut evaluiert. Aber es gibt noch ganz andere. Also es gibt auch Naturland. Da gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt Garnelen isst, ein anderes Thema, das kommt ja aus der Aquakultur. Da sollte man also eher auch auf diese Siegel setzen. Da ist man auch auf der sicheren Seite, dass man nicht schlechte Ware bekommt. Eine Tierart, Tierart liegt Ihnen besonders am Herzen, das sind die Haie. Wo liegt da das Problem? Die Haie sind eine seit 400 Millionen Jahren existierende Tierart, die besondere Anpassung hat an diesen Lebensraum Ozean. Also sie haben zum Beispiel sehr wenige Nachkommen. Ich sprach schon von dem Dornhai und der Schillerlocke dann als Produkt. Der hat nur alle 20 Jahre ein, zwei Nachkommen. Auch Rochen, die sind auch die Schwesterfamilie, die haben also sehr wenige Nachkommen, sind sehr langlebig, sind wandernde Tierarten. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass circa 50 bis 70 Millionen Haie jedes Jahr aus dem Meer gefangen werden, durch die Langleinfischerei oder die sich als Beifang in den großen Netzen verfangen. Mhm. Und das wird seit 20 Jahren so gemacht. Dann ist irgendwann sozusagen der Ozean frei ohne diese Haie. Und das hat gewaltige Konsequenzen für das Ökosystem, das wissen wir. Die sind ja quasi die Polizisten sorgen in der Nahrungsnetz irgendwie für das Kleinhalten von Raubfischen und dergleichen. Und wenn die fehlen, dann überwachsen zum Beispiel Korallenriffe mit Algen und andere Sachen passieren da in dem Ökosystem. Deswegen sind die Haie so wichtig, deswegen müssen wir sie schützen. Und wie engagiert sich Deep Wave für Haie? Was machen Sie da? Ja, wir waren jetzt, ich sagte schon, wir hatten diese Haiwochen. Wir waren auch in Straßburg direkt bei den Politikern vor dieser Entscheidung letzter Woche. Wir haben Briefe geschrieben, wir waren vor Frau Aigner, wir haben Unterschriftensammlungen gemacht. Wir haben ein Haimesser, das können Sie bei uns auf der Webseite deepwave.org irgendwie sozusagen zu unserer Unterstützung als Küchenmesser organisieren, benutzen. Also die ganze Bandbreite, die man so als Verein und in Kampagne macht, die versuchen wir zu nutzen, damit mehr Leute zum Schutz der Haie tun. Deep Wave hat sich ja dahingehend auch sehr verändert. Sie waren ja am Anfang, glaube ich, gar nicht mit dem Ziel aus, sich so viel politisch zu engagieren. Und jetzt läuft es ja wirklich in diese Richtung. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber. Ja, das ist interessant deswegen, weil in der Tat ich einerseits natürlich mal gedacht habe, so ein Verein, der eigentlich gut aufgestellt ist, übers Internet und viele Informationen bietet. Der hat auch dann viele Freunde oder sozusagen viele Mitstreiter. Das ist heute ein bisschen schwierig, ehrenamtliche Mitarbeiter, wir sind alle ehrenamtlich, zu bekommen. Das ist ein Aufruf vielleicht hier an die Zuschauer. Einfach mitmachen, nicht nur beim Strandmüllsammeltag, sondern am Vorbeikommen, sich informieren. Es gibt ganz viele verschiedenste Aufgaben, da brauchen wir jemand was.
Mein Anliegen war es, an die richtigen Leute dann unsere Forderung auch zu stellen. Und dann kommt man an der Politik nicht vorbei. Dann schreibt man Briefe und man schreibt nochmal einen Brief. Und so kam es dazu, dass wir tatsächlich in diese höheren politischen Ebenen sozusagen eingestiegen sind. Als relativ kleiner Verein, aber im Verbund halt natürlich auch mit den Großen. Und das freut mich. Also ich denke, das ist wichtig, dass dieser Dialog auch konstruktiv ist, dass man darüber redet, wie ich vorhin schon sagte, man muss das Thema immer wieder den darstellen. Die Meere sind so weit weg, neben Finanzkrisen und den ganzen anderen Sachen, die auf der Erde passieren. Aber sie sind unser Lebensgarant für dieses 21. Jahrhundert, denke ich mal. Jeder zweite Atemzug zum Beispiel an Sauerstoff kommt aus den Ozeanen. Und wenn wir die Meere nicht richtig managen, sage ich mal so, wenn wir sie nicht richtig behandeln, dann haben wir ein Problem, ein großes Problem. Sie haben auch prominente Mitstreiter, ne? Sie hatten mir erzählt, dass Frank Schätzing? Frank Schätzing hat einen berühmten Roman geschrieben und der war auch gleich bei unserer Sache dabei. Auch der Herausgeber von dem Magazin Mare, Herr Gelbke, und die Grand Dame der Wahlforschung, Frau Petra Daimer, ist bei uns noch. Und verschiedene andere, auch der Musiker Ingo Pohlmann oder Benny Adlon von dem anderen Lieber Con Aqua. Also wir suchen uns da und suchen eigentlich immer Botschafter für unsere Ideen. Ja, wenn man jetzt bei Ihnen ehrenamtlich tätig sein möchte, in welcher Art kann das sein? Was gibt es da alles bei Ihnen zu machen? Ja, das ist auch wirklich faszinierend, was ein Verein eigentlich oder was wir tun. Das ist wie ein Weltkonzern, sage ich mal fast. Es beinhaltet alles. Wir haben also Marketing, es beinhaltet natürlich Internet, es beinhaltet Mitgliederbetreuung, es beinhaltet eine Datenbank, also Sekretariatsarbeiten natürlich einerseits, aber auch ganz konkret, wir basteln, überlegen uns, was kann man auf dem Stand machen, wie können wir mit den Schulklassen zusammenarbeiten. Wir haben sehr viele Schulklassen, die wir betreuen. Da will auch der ein oder andere seine Abiturarbeit mal sozusagen gegengelesen bekommen haben. Also Lektoratsarbeit, mal Korrekturlesen. Also man kann sich einfach mit all den Qualitäten, die man selber hat, einbringen. Und das macht auch Spaß. Wir sind ein kleines Team zwar, aber wenn wir eine Veranstaltung machen... Ja, das kommt immer drauf an. Jetzt sind wir bei Hagenbeck, da werden wir so 10 am Stand sein, den ganzen Tag dort vor dem Hai-Atoll informieren. Und wenn wir dann eben mal größere Veranstaltungen machen, dann brauchen wir noch mehr Leute, 20 Leute, die an den Ständen sind, die dann ein bisschen Technik und Organisation machen. Also, aber die Bandbreite der Mitarbeiter ist also vielfältig. Sprich, jeder könnte sich bei Ihnen vorstellen, der eine Idee hat, sei es grafisch, sei es Marketing. Gerne, ja. Und die Meere im Blick hat, sozusagen. Und die Meere schätzen. Genau. Dann freue ich mich ganz besonders auf meinen nächsten Gast. Wir haben ihn ja schon ein bisschen kennengelernt jetzt. Sie haben sich ja schon eingebracht in die Diskussion. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich bin ja eigentlich gar keine Hamburgerin und lerne heute wahrscheinlich wahnsinnig viel, nämlich vor allem auch über den Stadtteil Altona. Herr Vacano, Sie sind der Gründer des Stadtarchivs in Altona. Was macht denn Altona für Sie so besonders? Wahrscheinlich haben Sie eine ähnliche Faszination wie für Herrn Dr. Groß die Weltozeane, oder? Einmal muss ich mal sagen, ich bin selbst ein großer Hai-Fan und Tiefsee-Fan. die treffen bei mir also mitten ins Herz rein. Ich drücke beide Daumen. Ja, zu Altona ist einfach gesagt, ich bin ein liebender Hamburger. Ich bin zu dieser Aufgabe gekommen wie die Mutter zum Kind. Ich habe mal im Altona Museum vor über 25 Jahren gefragt, was macht ihr eigentlich zu Altona? Ihr seid doch das Altona Museum. Da hat man mir gesagt, nee, wir sind das Norddeutsche Landesmuseum und Altona kommt ganz weit hinten. Und das war dann so die Art Startschuss für mich, etwas zu unternehmen, wobei ich dann so einen kleinen Haufen hatte. Und heute sind das 3-4 Räume voll mit allem drum und dran. An Archivalien und allem drum und dran. Und was Altona besonders macht, ist, das liegt an Hamburg selbst. Hamburg ist eine Stadt, die Altona nie wollte. Sie müssen sich ins späte Mittelalter zurückversetzen. Da gab es das Dänische Reich, das hier bis an die Hamburger Grenze heranging. Und am Elbufer gab es eine Fischersiedlung und aus dieser Fischersiedlung wurde dann der
die Stadt Altona, selbstständige Stadt. Natürlich hat Hamburg an anderen Stellen auch noch selbstständige Städte wie Harburg und Wandsbek zusammen. Und wenn man sich das Bild bis 1937 angesehen hat, dann gab es so ein kleines Hamburg und eine Zangenbewegung sowohl oben Altona, unten Harburg und von der anderen Seite Wandsbek. Also eine richtige Pulsabdreherei. Hamburg konnte einfach nicht wachsen. Und die Nationalsozialisten haben dann gesagt, Tor zur Welt kann so nicht bleiben. Innerhalb von 10, 11 Tagen ein Gesetz geschaffen, das sogenannte Groß-Altona-Gesetz. Und bums war Altona, ohne dass irgendein Altona irgendwas sagen konnte, ein Stadtteil von Hamburg. Mhm. So, aber die Geschichte schleppt man ja immer mit. So, und diese Geschichte ist mindestens genauso interessant wie die von Hamburg, nur anders. Beide Städte haben ein Wappen mit einer Burg und drei Türmen und einem Tor. Das heutige Tor von Altona war immer offen, das von Hamburg früher auch. Aber durch irgendwelche Umstände politischer Art wurde das Tor dann geschlossen. Und wenn Sie heute mal drauf gucken auf die Werbung, die man für Hamburg macht, da gibt es ein rotes Tor, eine blaue Linie für Wasser unterm Tor. Mhm. Hamburg hatte nie Wasser unterm Tor. Ja? Aber man versucht auf die hinterlistige Art, das Tor wieder irgendwie aufzukriegen. So. Ja? Weil ja, Hamburg ist ja weltoffen. Ne? Ja, ja. Ist ja weltoffen und ein geschlossenes Tor passt da einfach nicht rein. Und man versucht jetzt also hintenrum, also der Verdacht liegt nah, sagen wir mal so. Nicht? Aber Altona hat eine unglaubliche Geschichte für sich selbst. Übrigens, Altona bekam 1664 sein Stadtrecht. Die Urkunde wurde auf Altena ausgestellt. Gab es eine eigene Sprache? Nein, es gab ein Flüsschen. Dieses Flüsschen hieß Altenaue. Und danach wurde Altena benannt. Okay. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass nach Hamburg 30 jahrelang kein einziges Wort mit der Stadt Altona gewechselt hat. Kein Brief, kein gar nichts, kein Treffen, kein Wort. Und dann ist dann aus diesem Altena, dann hahaha, ne, so Altona, also Altona an Hamburg geworden. Und die Hamburger haben das irgendwo, oder alle haben das irgendwo mitgemacht. Deswegen heißt heute Altona immer noch Altena, immer noch Altona. Obwohl es keinen offiziellen Umbenennungsprozess gegeben hat. Der müsste ja irgendwo geschichtlich verbürgt sein. Aber die Stadturkunde hat immer noch Altena. Wie würden Sie denn Altona in drei Buchstaben beschreiben? In drei Wörtern beschreiben? In drei Worten beschreiben. Spannend, kommunikativ, kulturell, Vielfalt. Das sind schon vier. Kulturelle. Nein. Den vierten schenke ich Ihnen. Danke. Sie haben sich ja jetzt besonders eingesetzt, um das Altonaer Stadtarchiv aufzubauen. Ja. Es sind allein 300.000 Daten elektronisch erfasst. Das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach gekommen. Ich habe mal vor 20 Jahren gesehen, das ist der Weg in die Zukunft. Und ich bin einer der Pioniere, so etwas überhaupt zu machen. Andere, die suchen immer noch nach Wegen, eine solche Geschichte aufzubauen. Und ich helfe denen dann auch dabei. Ja, so, ich habe also jetzt schon mehrere Stadtarchive oder Stadtteilarchive mitgegründet hier und bin auf dem Wege, dort auch weiterhin zu begründen und zu beraten. Genau, und mein Kollege, der Marco Wenzel wiederum, der hat sich dann auch mal auf den Weg gemacht zu Ihnen ins Archiv und hat sich mal umgeschaut, wie es da so aussieht. Und hat auch ein kleines Porträt über Herrn Vaccano gemacht, das sehr gut und sehr schön gelungen ist. Das Altonaer Stadtarchiv. Vor 25 Jahren von Wolfgang Vaccano gegründet. Man könnte auch sagen, er ist das Stadtarchiv. Der gelernte Maler und Bildhauer kennt zu vielen der fast 300.000 Sammelstücke eine eigene Geschichte und weiß dessen Wert zu schätzen. Die meisten Leute denken, ein Foto muss 100 Jahre alt sein, um interessant zu sein. Das stimmt eben nicht. Ein Foto, das von gestern gemacht worden ist und einzig ist von einer Veranstaltung, ist hoch wertvoll für die nächsten 150 Jahre. Viele wertvolle Schätze sind hier aufbewahrt, wie die ledernen Eintrittskarten zur Gartenbauausstellung von 1914. Und zwar sind das Dauerkarten. Aber das Altonaer Stadtarchiv ist weit mehr als nur ein Museum. Herr Vaccano will mit seinen Archivalien aufklären, Kultur sichtbar machen.
Dieses ist eine Zeichnung von ganz, ganz hohem kulturellen Rang für Altona, denn diese Zeichnung stellt das Kornblumenmuster dar, welches rund um den Kaiser Wilhelm, der vor dem Rathaus steht, angelegt worden ist. Beispiele wie das zugeschüttete Mosaik sollen Bezüge zum eigenen Stadtteil und seiner Geschichte herstellen. Schauen Sie mal an hier. Ne? Die Region, die wird immer noch nicht so wahrgenommen als Wohnort, als Arbeitsort, als Schulort, Ort des Lernens, Ort des Lebens. Das Archiv soll gerade Jugendlichen ihren Stadtteil näher bringen. Im Rahmen des Projektes Altona und Schule können zum Beispiel Lehrer und Schüler gemeinsam die Rechercheplätze vor Ort zum Thema Altona nutzen. Aber auch die Entwicklung aktueller Bauprojekte kann im Stadtarchiv verfolgt werden. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade den wunderbaren Vorzug, einen neuen Stadtteil errichten zu können, nämlich Mitte Altona. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass also Menschen aufmerksamer einmal hingucken und mal sehen, was passiert da. Selbst wenn man dort nicht wohnen möchte, gibt es Lernprozesse, gesellschaftliche Lernprozesse, die unglaublich wichtig sind für das Verständnis, den eigenen Stadtteil kennenzulernen. Und auch mitzuwirken. Die größte Aufgabe für das Archiv bleibt aber die Bewahrung der Dinge, die zur Geschichte geworden sind. Mit meiner Arbeit, die ich jetzt hier mache, möchte ich gerne Vorbild sein für andere, die Gleiches schaffen sollen. Und dieses Archiv hier ist unter dieser Maßgabe gemacht worden, etwas Vorbildhaftes mal zu machen, während andere immer wieder sagen, das geht nicht und das können wir nicht und das haben wir nicht und das wollen wir nicht. Nein, einfach mal zu sagen, es geht tatsächlich. Und dieses Archiv hier ist das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert, dass man es machen kann und nicht nur redet, sondern es auch wirklich tut. Also dieses hier sind Ausgaben. 8 Umzüge hat das Archiv schon hinter sich. Wolfgang Vacano hat mit seinen 71 Jahren einiges geschafft. Auch wenn er die meiste Zeit alleine in Altona unterwegs ist, um zu zeigen, was es heißt, in diesem Teil von Hamburg zu wohnen und zu leben. Herr Vacano, warum ist denn das Aufheben von persönlichen Gegenständen für eine Gesellschaft so wichtig? Man sagt ja immer, man soll aus Fehlern lernen. Man soll auch aus Vergangenheit lernen. Das heißt, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Wir leben leider in einer Wegwerfgesellschaft. Jeden Einzelnen zu motivieren, bitte heb was auf von dir, trifft dann auf Menschen, die sagen, für mich hat sich ja in meinem Leben nie einer interessiert, warum soll ich irgendetwas aufheben? Oft ist es so, dass also Familienforscher zu mir kommen und unbedingt ja, ein Foto von dem Haus, das schon seit 30, 40 oder 100 Jahren abgerissen worden ist, noch von mir zu bekommen. Am liebsten noch, wo die eigene Oma oder Urgroßoma aus dem Fenster winkt. Wo man dann sagen muss, also Oma hätte einliefern müssen bei uns. Einliefern heißt was? Einliefern heißt, dass Fotos von damals eingeliefert werden, damit Nachkommen zu uns kommen können und sagen, pass mal auf, hast du Fotos von meiner Familie? So, und das ist die Art, wie wir arbeiten. Und die Leute sind dann also unglaublich froh, wenn sie dann Oma oder Urgroßoma mit so einer kleinen Annonce im Adressbuch von 1903 finden. Oh, ich habe meine Urgroßoma gefunden. Mhm. Und das ist das Einzige, was dann noch dann übrig geblieben ist. Kein Foto, kein Haus von der Straße und all die ganzen Geschichten. So. Das heißt, daraus lernen heißt für mich, jeder sollte zum Beispiel seine eigene Biografie schreiben. Und wenn sie nur 5 Seiten ist, das heißt, schön wäre es, wenn man zum Beispiel schreibt, was hat mir gefallen auf dieser Welt, in meinem eigenen Umfeld, und was hat mir nicht gefallen. Das wäre auch eine der Geschichten. Und diese Sachen muss ich zum Beispiel an die Kinder schon herantragen. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan, dass Eltern bereits aufheben für ihre Kinder. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der sagte mir auch, bei uns wurde immer alles weggeworfen. So, und wenn man dann plötzlich 50 Jahre alt ist, dann versucht man ja irgendwann mal seine eigene Biografie zu schreiben. So, und dann versucht man aus der Kindheit irgendwo Fotos zu bekommen oder wie auch immer, Unterlagen. Und sie sind einfach nicht mehr vorhanden. Und das ist für die Person selbst ein unglaublich großer kultureller Schaden, aber auch für die eigene Familienforschung. Unglaublich, ja.
Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, Sachen aufzuheben? Ich bin auch so ein Sammler, ja, in der Tat schon. Ja. Aber wir haben eine Kampagne jetzt gemacht mit Fischerfotos von früher. Ah. Sie sprachen vorhin vom Fischmarkt, da wurde sogar nämlich der Thunfisch noch aus der Nordsee angelandet. Und also wir haben also sozusagen diese Fischer und mit ihren großen Dorsch und mit ihren großen Fängen damals mit den Fanggrößen von heute nebeneinander gestellt. Und heute ist der Dorsch, also Kabeljau, so klein. Ja, und früher hatten die Fischer solche großen Brocken. Störe. Und das zeigt eigentlich wie so unser verändertes Verhalten oder unsere veränderte Sichtweise auf die Welt. Insofern, und man könnte es auch nicht vergleichen, hätte man nicht die Belege von früher. Exakt, ja, natürlich. Ja. Ja. Was kann ich denn alles zu Ihnen ins Stadtarchiv bringen, wenn ich denn etwas einliefern möchte? Also es gibt drei verschiedene Geschichten, Sparten, wo man einliefern kann. Einmal ist es das Schulische, das ja sehr, sehr viele angeht, zum Beispiel Klassenfotos. Ja? Mhm. Wäre eine Geschichte, dann insgesamt Schule als Geschichte begreifen, Familienfotos und was unglaublich wichtig ist, Arbeitsleben. Ja, also zum Beispiel werden immer wieder angefragt von Redaktionen, ja, hast du ein Arbeitsbild oder hast du mal vom Schlosser irgendwo, wo der mal hämmert oder sonst irgendwelche solche Geschichten. Und wir müssen dann sagen, die Firmen sind alle pleite, haben dicht gemacht und haben nichts hinterlassen. Oft ist es so, dass Firmen pleite gehen, ja, und sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden. Wir haben zum Beispiel ein Altonaer Theater gehabt, das ist 1994 von der Bildfläche verschwunden und alle Geschichten sind sang- und klanglos in Containern gelandet. Und es ist nichts mehr da? Nein, es war ja niemand da, der sagte, pass mal auf, erst mal zu mir. So, und das ist eigentlich das große Problem, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass erst einmal einer drauf guckt. Und ich habe jetzt gerade eine Wohnungsräumung hinter mir, wo ein 95-jähriger Altonaer gestorben ist und der einen unglaublichen Berg von unterschiedlichsten Büchern und Broschüren hinterlassen hat. Ein unglaublicher Schatz. Ich kenne ziemlich alle Bücher, die es in Altona gibt, und habe einige nur als Kopien. Ich habe es sogar geschafft, mindestens 5 Kopien jetzt wegschmeißen zu dürfen, weil ich jetzt durch ihn diese Broschüren im Original bekommen habe. Und das sind so Dinge, einfach begreifen, dass es Kultur ist, die für jedermann greifbar ist. Und wir haben das so, dass wir so etwas sogar elektronisch haben. Also wir haben alles gescannt, sodass man also mit einem USB-Stick kommen kann und sagt, pass mal auf, die Broschüre interessiert mich, her damit. So, und das ist der kürzeste Weg. Nur wir sind die Einzigen, die so etwas machen. Weder das Altonaer Museum macht so etwas und da sind wir Vorbild und auch das Staatsarchiv macht so etwas auch nicht. Auch da sind wir Vorbild. Aber das Problem besteht darin, diese Institutionen müssen Studenten anheuern, die richtig Geld kosten. So, und solch eine Arbeit ist nicht in 3 Tagen geschaffen, sondern es dauert über Jahre, solche Geschichten aufzubauen. Und das hängt einfach an der prekären Situation in den Museen oder in den anderen Einrichtungen. Wir geben für sehr, sehr viele andere Dinge Geld aus, aber in Ihrem Falle und in meinem Falle eher weniger. So, und da sind wir uns sehr ähnlich. Aber was ein guter Ansatz ist, und den verfolgen Sie ja auch, dass man schon bei den Kleinen anfängt. Dahingehend zu sagen, sammelt, habt ein Bewusstsein dafür von eurem Leben. Sie haben ein großes Projekt, das heißt Altona und Schule. Wie schaut das aus? Also dieses Altona und Schule beschäftigt sich mit großer Akribie mit dem Stadtteil. Und zwar, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wir reden über Integration. Und wo findet die Integration denn statt? Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, sowohl in Altona als auch in anderen Stadtteilen, die nicht einmal wissen, in welchem Stadtteil sie wohnen. Was bedeutet eigentlich Altona? Was bedeutet Eimsbüttel? All diese ganzen Geschichten. Was macht diese Stadtteile aus? Das hat letztendlich zur Folge, dass die Leute sich nicht engagieren. Ja, wozu auch? Ne? Ich kenne da hier keinen, ich kenne da keinen so. Und diese Geschichten müssen einfach durchbrochen werden. Bei den Alten kriegt man nichts mehr. Wir müssen an die Kinder ran, nach dem Motto, du, das ist dein Stadtteil. Ja? Und wenn du hier etwas kaputt machst, du machst deinen eigenen Stadtteil kaputt. So, dieses Bewusstsein muss geschaffen werden.
Wenn man dann aber fragt, ja, dass man sagt, na, wie kann man denn Altona in den Schulen lernen, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es also Schulen, die engagieren sich sehr für ihren Stadtteil. Und es gibt wieder Schulen, die machen es eh nicht, so wie man sich das eigentlich wünschen könnte. Grund dafür ist zum Beispiel unter anderem, dass es keine Ausbildung gibt für Lehrer, die Altona oder Wandsbek oder Harburg lernen können. Es gibt keine Stelle, wo sie es lernen können. So, alleine schon von der Warte her weg. Ne? So. Mhm. Und das nächste ist, es gibt keine Literatur zu Altona, wo man reingucken kann. Das letzte Schulbuch stammt aus dem Jahre 1926, um nur mal so zu sagen. Das hat die Folge, dass wir alles, ich glaube, vielleicht haben Sie bei uns auf die Homepage geguckt, ich habe also einiges an Schulbüchern geschrieben, wie sage ich es meinem Kinde? Mhm. So, was macht unseren Stadtteil aus? Und zwar elektronisch. Aber man kann ja auch zu Ihnen kommen als Schüler. Aber selbstverständlich, ich hatte heute 25 Abiturienten, die sich mit dem Thema Altona im Dritten Reich beschäftigt haben. Mhm. Hochspannend, muss man einfach mal sagen, weil sehr, sehr viele Migranten da sind, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was macht eigentlich das Dritte Reich aus, und auch deren Eltern nichts wissen. Große Problematik. Ja. Wir haben gerade in Umfragen gehört, dass im Ostblock jeder Sechste Neonazi Gedanken hat. Dann musste man hier wirklich aufpassen und rechtzeitig damit anfangen. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, zu sagen, wo liegt Ursache und Wirkung. Nämlich wir können an einem Stadtteil, Altona war früher eben selbstständig und eine braune Stadt, eine sozialistische Stadt zuerst und dann eine braune Stadt mit erheblichen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Wir hatten sogar Judendeportationen. Ja, und das muss man einfach an die Kinder herantragen und sagen, pass mal auf, wo liegen die Ursachen und was kann ich eigentlich machen, um rechtzeitig aufzustehen und sagen, hallo, du hier nicht, du Brauner oder auch Kommunisten, ja, wie beide Strömung sind und so weiter, dass man sich für den Stadtteil interessiert und sagt, wo kann ich mich engagieren? Und Engagierte machen das in der Regel eher nicht, wenn sie wissen, für was sie sich engagieren. Ja? Hm? Aber Sie haben ja auch eine ganz gute Infrastruktur in Ihrem Stadtarchiv. Oh ja. Erzählen Sie uns davon. Wenn man jetzt Schüler ist und bei Ihnen recherchieren möchte, dann ist das ja gar kein Problem. Also unsere Infrastruktur ist unglaublich vielfältig. Und zwar, Sie müssen sich das so vorstellen, bei mir kommen Studenten sowohl fürs Dritte Reich, aber es kommen auch Studenten, die bei mir Mitte Altona, das heißt also einen neuen Stadtteil, der wird dort gebaut, erfahren möchten und wir sind der Stadtteil oder Stadtarchiv, das solche Dinge überhaupt möglich macht. Ich bin zum Beispiel in dem Prozess mit der Altona selbst mit drin. Das heißt, ich bin in einem Koordinationsgremium, in dem ich sogar das Protokoll schreibe, wenn die Sitzungen machen, nur um an die Informationen zum Mittelalter ranzukommen. Ich kann meine Arbeit nicht machen, obwohl der Prozess jetzt schon über 2 Jahre läuft. Ja, wann soll ich damit anfangen mit meiner Arbeit? Ich muss jetzt Bücher schreiben, ne? So all diese ganzen Geschichten zum Mittelaltona sind jetzt schon 250 Seiten entstanden und das ist noch nicht mal eine Entscheidung getroffen, wie, was, wann und wo, sondern der gesamte Prozess wird von uns begleitet, nur für die Studenten, die dann kommen können, das alles lesen können und ihre Arbeiten, Bachelorarbeiten machen können, mhm, und so weiter. Da helfe ich natürlich auch mit und solche Geschichten. Macht sehr viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wissen Sie so gut über Ihren Stadtteil Bescheid? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke in Köln, wo ich wohne, dann muss ich ehrlich gesagt gestehen, da sind ganz schöne große Lücken da. Ich habe 25 Jahre lang in Eppendorf gewohnt und da hat man schon die ganze Veränderung irgendwie mitbekommen. Ja. In der Tat, ja. Jetzt wohne ich draußen in der autofreien Wohnsiedlung in Kleinborstel. Die haben mehr größeres Heimatverein und ich weiß nicht, was ja. Heimatverbundenheit ist. Ein bisschen sehr, dörflicher. Aber es gibt einen sehr guten Bürgerverein da. Genau, der ist, also da ist er aktiv. Insofern, da kriegt man schon was mit. Ja. Aber also, Sie haben die Einblicke. Ja. Versuch's, ja. Okay. Altona, Sie hatten es gerade schon erwähnt, hat ja oder entwickelt sich gerade, bekommt einen neuen Stadtteil oder entwickelt sich zu einem neuen Stadtteil Mitte Altona. Wie spannend ist das, sowas mitzubekommen, gerade für Sie? Ja, ich bin ja bei vielen Prozessen dabei in den 25 Jahren. Ich bin zum Beispiel Gründungsmitglied der Altonale und ich habe also sehr viele Dinge schon angeschoben, in weiser Voraussicht, dass bitte andere folgen. So, das ist ein unglaublich spannender Prozess zu sehen, dass in Mitte Altona kaum jemand zu interessieren ist. Also wir machen dort große Veranstaltungen, Bürgerforum und so weiter, also Bürger einbinden und so weiter. Ja, unser Bürgerforum, das letzte Mal waren 30 Personen und davon war die Hälfte noch offiziell. So,
So, das heißt also, die, die es eigentlich angeht, die Nachbarn und so weiter, die kommen nicht, weil das einfach schon zu lange dauert. Also es dauert über 2 Jahre. Also die Leute sind eher müde. Ja, die sind also schon sehr, viel, sehr, sehr, sehr müde geworden. Und das ist dem Bürgerbeteiligungsprozess sehr, sehr schädlich, wenn solche Dinge so lange dauern. Nicht? Mhm. So. Und das wird noch viel, sehr viel länger dauern, denn die Verlegung des Bahnhofs, um die es ja indirekt geht, wird wahrscheinlich 2020, 2025 erst vielleicht stattfinden. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch mal 10 Jahre mindestens. Wie soll das dann eigentlich weitergehen? Na, wir haben 8 Bauabschnitte vor uns und wir reden um den ersten Bauabschnitt, wann und wie der ausgestaltet wird. Mhm. So, das heißt aber, der Bürger, der kann das nicht nachvollziehen. So, deswegen aber, wir würden uns sehr freuen, wenn im Koordinationsausschuss jemand zu Gast wäre und sich das mal anhört. Dieser Koordinationsausschuss ist frei, für jeden zugänglich, aber wir kriegen keine Gäste. Mhm. Einmal, die Informationspolitik ist nicht gerade die beste, um das mal so zu sagen, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Sehr zum Nachteil derer, die dort mal wohnen wollen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben jetzt zwei Symposien gemacht zum Thema Wohnen und zum Thema Verkehr. Beim Thema Wohnen war das erste Mal Leute von Baugenossenschaften und Baugesellschaften, das sind zwei unterschiedliche Dinge, dort, ja, die sich interessiert haben, was passiert denn hier eigentlich? War eine sehr, sehr spannende Geschichte, muss man sagen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir nicht 60 Personen nur gewesen wären, sondern mindestens 300. So viel gehen ja nicht in die Halle rein, aber kann man ja auch noch draußen rumstehen, nicht so. Ja. Also mehr Interesse der Bürger, würden Sie sich ganz, wünschen. Ganz wichtig. Aber ein Datum, das Ihnen wahrscheinlich besonders am Herzen liegt und auch ein bisschen kurzfristiger ist, der 23.08.2014. Oh ja. Großes Jubiläum in Altona, 350 Jahre. Ganz kurz, was haben Sie da geplant? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe vor 25 Jahren bereits das 325. mitgeplant. Und bin da gegen heißen Ofen gelaufen, weil wir zu spät angefangen sind. Ich bin jetzt schon im Juni angefangen, die Vorbereitungen zu machen, damit wir nicht wieder gegen heißen Ofen laufen. Wir haben also vor, einen ganzen Stadtteil, oder Altona ist ja nicht nur ein Stadtteil, sondern ein ganzer Bezirk. Und da liegt eigentlich die Problematik. Nämlich das Jubiläum ist vor 25 Jahren in Altona gefeiert worden, Richtung Neumühlen runter, also an den Hafen. Ne, so. Aber Rissen und Blankenese und so weiter, das sind Stadtteile, die überhaupt nicht eingebunden waren. Und wir haben dann die Reißleine gezogen und dann alle Vereine aus dem gesamten Hamburger Westen zusammengenommen und haben ein Stadtfest der Vereine gemacht. Also wird das ein großes Stadtfest werden? Oh ja, okay, wir werden die gespannt. Altonale mit einbinden. Prima. Ja, und das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich wünsche auch Ihnen schöne Weihnachten, das steht ja demnächst bevor. Ich freue mich, wenn Sie im Januar wieder einschalten und habe noch einen ganz tollen Veranstaltungstipp für Sie. Und zwar, wenn Sie Lust haben auf einen ganz besonderen Weihnachtsbasar, dann kommen Sie am 9. Dezember von 12 bis 18 Uhr in das Haus bürgerlicher Engagements in der Altenstraße. Sponsoren für Hamburg hat da ein ganz tolles Programm auf Sie auf die Beine gestellt. Ich bin mir ganz sicher, das gefällt Ihnen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, kommen Sie wieder im Januar, schalten Sie ein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.